Das Finale der Champions League konnte eigentlich in diesem Jahr nur Liverpool gegen Real Madrid lauten, denn beide Mannschaften blicken auf eine sehenswerte Runde zurück. Real Madrid in den weißen Trikots mit der besseren Anfangsphase setzt Liverpool unter Druck, kommt über die rechte Seite mit Carvajal. Die Flanke in die Mitte von Konaté geklärt, dann irrt aber Alisson Becker durch den Strafraum und es kann nur einen geben, der das ausnutzt. Karim Benzema, Van Dijk und Alisson Becker stehen sich da gegenseitig selbst im Weg. Da muss der brasilianische Keeper einfach hinten drin bleiben. Aber so steht es 1:0 für Real. Liverpool hat ja auch noch diese Rechnung offen seit dem verlorenen Champions League Finale vor einigen Jahren. Aber Real Madrid hatte hier irgendwie besser die Einstellung gefunden zu diesem Spiel. 32. Minute wieder Benzema, der war natürlich an so gut wie jeder Offensivaktion beteiligt. Becker mit der Parade. Weiter Real. Vinicius Junior legt quer zu Modric. Und Becker macht seinen Fehler wieder wett. Trotzdem muss Modric den eigentlich reinmachen. Gut reagiert von Becker gegen die Laufrichtung. Das ist nicht einfach, aber er schafft es und hält damit seine Mannschaft im ersten Durchgang noch im Spiel 0:1. Damit waren die Reds noch gut bedient. Auch der zweite Durchgang ging zu Beginn erstmal an Real. Toni Kroos und Karim Benzema. Der wird nicht angegriffen und nimmt sich ein Herz. Macht das 2:0 in der 48. Minute. Was der für einen Lauf hat, das ist nicht zu fassen. Ein tolles Tor. Liverpool war nun gefordert, gelobte auch Besserung und es wurde ein anderes Spiel jetzt. Milner auf Sadio Mané und Courtois das erste Mal wirklich gefordert. In der 54. Minute. Ein guter Abschluss, der wohl gepasst hätte. Aber Reals Schlussmann hält seinen Kasten erstmal sauber. Real Madrid zog sich etwas zurück, aber bekam Platz in Umschaltsituation. Wieder Benzema. Kann hier in der 69. Minute eigentlich alles klar machen. Wunderbare Schusstechnik und es fehlte ja wirklich nicht viel. Die Zeit lief davon. Liverpool brauchte schleunigst den Anschlusstreffer. Mané hat unglaublich viel Platz. Aber irgendwie sollte es heute nicht sein mit dem Treffer. Wieder Courtois, der hielt hier seinen Kasten sauber. Weiter 0:2, wir springen in die Schlussphase. Dann viel Platz für Benzema. Mit einem Dreierpack beendet er das Ganze. Was ist das bitte für ein Typ? Unglaublich. Unglaublich. 0:3. Am Ende wohl ein Treffer zu hoch, aber das spielt keine Rolle mehr. Real Madrid gewinnt die Champions League 2022. Vollkommen verdient. Liverpool wachte zu spät auf. Und vor allem hat Real Madrid einfach diesen Ausnahmespieler Benzema. Dementsprechend konnte es am Ende auch nur einen geben, der diese Trophäe in die Lüfte stemmen konnte. Es war Karim Benzema, auch Spieler des Turniers, ohne Frage. Eine unglaubliche Saison. Real setzt sich also im Finale wieder gegen Liverpool durch. Gewinnt mit 3:0. Und holt sich die Champions League Trophäe.